Moin Moin, Trader Joe hat geöffnet. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Was? Und jetzt haben wir es gehört. So, ich bin ja endlich mal Level 100. Und habe mal in der Nacht einen Erdbohrer und eine Kettensäge gebaut. Und jetzt gucken wir mal, was das so kann. Auf jeden Fall brauchen wir sehr viel Sprit. Ja, wir haben auch komplett Wildschiefer in der Basis. So, Feuer frei. klingt nach Spaß. Aber ich habe für einen Baum 200 Sprit verballert. Ach so, nee, er hat dann ein bisschen was geladen und dann verbraucht das. Hört sich aber echt komisch an, wenn man so einen Baum zersägt. Die Zombies wissen auf jeden Fall überall, wo ich bin. Hörst du das überhaupt, das Kettensägenkram von da hinten, wo du bist? Nein. Ich nicht? Ich hätte gesagt, so laut. Aber die hat's gehört. So, dann testen wir gleich mal Kettensäge und Zombie. Noch ein. Ach, der hat überlebt. Zum. Ah, leuchtet Zombies. Kettensäge. Okay, die ist nicht so geil gegen leuchtet Zombies. Das war total unnötig. Aber es war gut. Die Kettensäge. Das war Spaß, ja. Puh. Muss erstmal wieder normal atmen. Ich fand's lustig. Ja, also zum Bäume fällen okay, aber zum Zombies zermatschen nicht so gut. Wenn ich gerade noch so bei der alten Basis bin, brauchst du noch was anderes? Gut, dann gehe ich hier mal los und Nahtoderfahrung wie immer pünktlich zur blutroten Nacht. Ich bin mal gespannt, wie der Erdbohrer gleich abgeht. Hast du noch irgendwas, was gebohrt werden kann? Ja, ein Gang oder so. Ja, ich dann Erdbohrer den an. Ja. Highway zwischen unserer Verteidigungsbasis.
Ach, wie immer laufe ich in die falsche Richtung. Ja, ich laufe immer, wenn ich zu unserer Verteidigungsbasis gehen will, immer in die falsche Richtung. Das war, mache ich aber schon bestimmt das 100. Mal falsch oder so. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, die Kettensäge ist nicht so geil, dass man dagegen Leuchtezombies töten kann. Muss man ja erstmal testen, ne? Ja, und oben nochmal, Gitter, wir müssen oben nochmal gucken, was da, was die Zombies in der Nacht kaputt gemacht haben. Was? Da geht's nicht weiter? Nicht weiter. Zumindest nicht da, wo ich stehe. Nee, ich meinte von oben breiter, ne? Ja, ja. Ist mir schon klar. Gut, gut. Nee, ich glaube, du musst auf den Berg. Und da kannst du eh nochmal sagen, was da die Zombies kaputt gehauen haben. Auch noch einen Moment. Oh, ja. Oh, oh, oh. Na, was haben sie da fleißig gebuddelt? Waren sie fleißig, ja? Das heißt, wenn du dann wieder da bist, wäre es cool, wenn du die Stahl... Stahldinger. Stahlblubes. So, ich bin wieder da. Aua, aua, aua. Komisch, dass die ganzen Zombies weg sind, die hier waren. Und ich renne quasi durch mein Minenfeld, das ist auch nicht klug. Also nächstes Mal, wenn ich irgendwo Minen hinpacke, mache ich da nochmal Fackeln davor oder so. Oh, du hast das mit Farbe bemalt? Sieht ja schick aus. Achso, da haben sie einen. So. Wo hast du die Stahlgerüstgeschichten hingelegt? In einer Kiste, wie ich das liebe. So. Hab's auch schon. 22. Perfekt. Jetzt gehe ich wieder runter, um irgendwie von der Seite hochzukommen. Na komm mal runter. Gehen wir mal hier seitlich dran vorbei. Ah, ich sehe dich. So,
Ich da ist das Loch. Sehe auch das Loch. Die Stahlgerüstsachen muss ich dir irgendwie geben. Wie komme ich denn da jetzt günstig? Oh. Hi. Ich glaube. So, dann gebe ich dir die einfach mal. Da sind sie gewesen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Mit Schmerzen. Mit Schmerzen? nein. Tschup. Aua, 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 aua. Ich habe aber nur zwei Schmerzen gekriegt. Gut, dann kann ich ja quasi... Ups, nicht runterfallen. Ach, Gott sei Dank. Spitzen und so hast du noch? Stacheldraht auch nicht, ja? Gut, dann bastle ich erstmal nebenbei ein bisschen. Stacheldraht, mach mal 100. Passt. Und dann mache ich noch diese 30 Wooden Picks, Spicks, Dinger da. Stacheln. Und dann könnte ich doch theoretisch. Kann ich hier den Erdbohrer verwenden? Theoretisch. Geht schneller, aber wir brauchen ganz viel Sprit. Wie bitte? Das willst du auch noch weg? Ja klar, weil von hier laufen sie ja nach da. Das hier. Ja, gucke mal, was ich hier, was ich schon weggetragen habe. Oh, kein Sprit mehr. Ich weiß es nicht. Es ist eine nette Idee, aber ich glaube, wir brauchen da extrem viel Sprit. So, dann spiele ich das Spiel, weil ich will die dann auch so hoch haben wie die anderen. Warum kann ich hier nicht mehr hochspringen? So, jetzt habe ich nur das Problem. Ich muss jetzt da wieder rüber. Da tut's weh. Komm mal da hoch. Hopp, 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 hopp. Dann gehen wir hier lang. Dann langsam runter, Heinrich. Nicht zu dolle springen. Langsam runter, langsam runter, langsam runter. Langsam. Und dann sind wir. Komm, komm, komm. Da. Okay. Puh. Aua, aua, aua. Ja. Was machst du da? Aua.
ich hänge in der Falle fest. Ich komme nicht aus der Falle raus. Die Falle tötet mich. Stirb, du Falle. Die war doch nicht für dich gedacht, die Falle. Das ist schön, aber die Falle tötet mich jetzt gerade in den Onkel. Aua. Ich habe die Seite extra in Ruhe gelassen, weil da noch so viele Fallen waren. Das ist okay, ich bin hier noch dran. Weil ich wieder kann. Also, ich muss gerade rum. Soll ich nebenbei noch eine Stachelzäune oder so bauen? Also ich habe jetzt 100 Stacheldraht und so 30, 31 Woodpicks gemacht, das sollte reichen. Ist ja nur, dass sie ein bisschen aufgehalten werden. Haben wir es hier schon doppelt gemoppelt? Na gut, hier ist noch so ein Blitzdings, das müssen wir mal lassen. Ah, siehst du, da müssen wir noch die Blitzdings alle. Ja. Ja, ich glaube, da ist gerade ein Blitzdings weggeflogen. Du hast eins kaputt gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich hoffe, den Rest machen die Zombies kaputt. Puh, ganz schön viel Erdfläche, was hier bewegt wurde. Yeah.
Joa. Ich glaube, den Hang lasse ich erstmal so, wie er ist. Und gehe jetzt mal runter. Sind noch ein paar Meterchen, die man weggraben muss, aber... Ich hoffe, die Zombies machen auch was in der Nacht. Das hoffe ich auch. Und ich hoffe, weil wir haben jetzt auf die Seite kommen. Das hoffe ich auch. Scheiße, wenn natürlich was drin ist im Fahrzeug. So, mein Fahrzeug ist schon mal safe. Aber ich bringe das schon mal rein, wie gesagt. Ui, jupp, dahin. Moped. Hier hat noch irgendwo ein Fahrrad. Mein Fahrrad. Da ist mein Fahrrad. Und da kommt auch mein Moped hin. Ja, ich komme. Mutated Crops. Super. Das ist gut. Ich sehe gerade, ich habe kein Holz mehr. So, ich gehe dann schon mal runter. Hallo. Bolzen hat es ja welche gemacht, hast du gesagt, ne? Ja, ich mach. Gehst du nochmal raus? Dann hier ist noch ein Moped von dir, ja? Ja, dann geh ich auf jeden Fall noch raus. Ich guck grad, ob meine Minen noch liegen, aber. Hier fehlt so ein bisschen Gras. Das sieht so aus, als ob ich das hier gemacht hätte. Aber hier ist keine einzige Mine mehr. Aber hier sind auch keine Löcher in der Erde. Aber dann verlege ich hier noch ein bisschen Stacheldraht. Mal, wie es mit der Elektrik aussieht, gerade von den Zäunen. Eine hervorragende Idee, gerade wenn ich hier so im Zaun stehe. Ja, ich brauche nur dafür einmal ein deine Fahrzeuge hast du mitgenommen, wunderbar. Also ich habe hinten einen Schrank, da packe ich die immer rein.
So, wolltest du noch was verklemmen, oder? Ja. So, jetzt habe ich nur noch Holz. Jetzt habe ich Federn. Sag, wenn du soweit bist, so lange hacke ich noch Holz. Bei vor der blutroten Nacht wollte ich gerne noch was essen. Sechs Minuten noch, bis meine Nahtoderfahrung weg ist. Ist ja noch eine echte Ewigkeit. So, heißt, du bist fertig? So. Okay. Fertig draußen. Ja, ich pflanze nur noch und dann bin ich gleich da. Und ein MP. In der Werkbank liegt noch ein Scope, ein Zweifach-Scope. Vielleicht kannst du das daran bauen. Drei Sprossen, zwei Sprossen Abstand zum Boden sollte reichen, oder? Dann lassen wir es so. Weil ich komme ab zwei Sprossen eh nicht mehr hoch. So. Unten ist verriegelt. Ich muss erst was essen. Hab nichts mehr da. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Nee. Ich hatte gerade die ganze Folge mein Mikro oben. Hey, super. Ich weiß ja nicht, wie gut du mich gehört hast. So ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Break, damit die Folge nicht so lang wird. Und gleich zur Blutroten Nacht geht es weiter. Also haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüssi.